Hier in Zeven haben wir die Besonderheit, dass der Kurs im ersten Moment sehr flach erscheint und eigentlich einfach. Doch durch die vielen kleinen Hügel, die man mehrmals befahren muss, wird es doch schwierig. Und an manchen Stellen, wie man eben gesehen hat, muss man entscheiden, fahre ich die Passage oder bin ich vielleicht doch im Laufen schneller. Weil wenn man vielleicht reinfährt, kann es passieren, dass man im letzten Moment absteigen muss und dadurch verliert man wieder Zeit. Also hier muss jeder selbst entscheiden, auf dem Rad bleiben oder doch lieber laufen. Also wir haben uns hier von der Veranstaltung was einfallen lassen. Vielleicht so als Überraschung noch für die Fahrer, die vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, dass letzte Woche der Weltcup in Coxheide abgesagt werden musste wegen Sturmwarnung. Und deswegen haben wir hier kurzerhand mit den Veranstaltern und örtlichen Firmen eine Sandbank aufgeschüttet, 60 Meter lang und 4,5 Meter breit. Das ist eine Riesenleistung, aber es bereichert diesen Kurs ungemein. Und hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Hier sind wir jetzt auf dem höchsten Punkt der Strecke, ein kleiner Hügel. Also wirklich nicht sehr hoch, aber dadurch, dass man ihn viermal befahren muss und einmal sogar wahrscheinlich laufen muss, wird es auf die Dauer schwer, weil bevor es hier nach oben geht, ist immer eine bucklige Wiese zu befahren und die ist sehr kraftraubend, vor allem auf die Länge der Distanz.